Wir lesen ganz häufig in irgendwelchen Foren, hey, ich habe gerade eine Immobilie gekauft und habe für eine 10-jährige Zinsbindung bei einer 100% Finanzierung ein Zinsangebot bekommen von 4,3. Und wie sieht denn bei euch aktuell das Zinsangebot aus? Und dann gehen die Diskussionen in den Foren los. Man versucht sich gegenseitig zu betteln und zu zeigen, hey, ich habe die günstigere Zinskondition bekommen. Und teilweise liest man da Unterschiede von fast 1%. Woran das genau liegt und wie ihr für euch selbst ungefähr errechnen könnt, wo der aktuelle Baufinanzierungszins liegt, das erfahrt ihr in diesem Video. Also die Frage nach dem Baufinanzierungszins, das ist in etwa so, als wenn ich einfach frage, was kostet ein Auto? Jeder kann sich jetzt vorstellen, dass es darauf ankommt, um was es sich für ein Auto handelt, wie viel PS das Ganze hat, ist das ein Neuwagen, ist das ein Gebrauchtwagen, kaufe ich den im Autohaus, kaufe ich den von privat? Also es ist sofort logisch, dass der Preis nicht immer der gleiche sein kann. Jetzt aber die Frage, warum denken denn die Leute, dass es im Baufinanzierungszins komplett anders ist? Und warum man im Baufinanzierungsbereich immer die gleichen Konditionen für jede Person angeboten bekommt. Woran das genau liegt, das möchte ich euch erklären. Grundsätzlich hängt der Baufinanzierungszins von drei Faktoren ab. Das eine ist die Bonität des Kunden, da gehen wir gleich noch spezifischer drauf ein. Das zweite ist das Objekt, um das es sich handelt. Ist das beispielsweise ein Neubau oder eine Bestandsimmobilie? Und der dritte Bereich, das ist das Finanzierungsvorhaben. Also wie wollt ihr die Baufinanzierung gestalten? Wie viel Eigenkapital bringt ihr mit ein? Zinsbindung und so weiter. In die genauen Details möchte ich jetzt einmal mit euch reingehen und euch anhand unserer Baufinanzierungssoftware zeigen, wie sich die einzelnen Positionen auf die Zinskonditionen auswirken. So, starten wir mit der Bonität des Kunden. Warum ist die denn entscheidend für den Zinssatz? Und zwar, stellt euch mal vor, wir haben einmal auf der einen Seite einen angestellten Kunden und auf der anderen Seite einen selbstständigen Kunden. Alleine vom Unterlagenmanagement ist das schon ein komplett anderer Fall. Bei einem angestellten Kunden benötigen wir 3 Gehaltsabrechnungen und die letzte Dezemberabrechnung. Und bei einem selbstständigen Kunden ist es ja so, dass das Einkommen nicht immer in gleicher Höhe ist, sondern dass das Einkommen schwankend ist. Deshalb ist es bei selbstständigen Kunden notwendig, dass wir zumindest 2 volle Jahresabschlüsse haben, um der Bank gegenüber zeigen zu können, dass die Einnahmen nachhaltig sind, also dass die immer in etwa gleicher Höhe da sind. Weil es bringt ja nichts, wenn einer ein super Geschäftsjahr hatte und im nächsten Jahr beispielsweise kaum Umsätze gemacht hat, weil es sich irgendwie um Saisongeschäft gehandelt hat oder ähnliches. Neben dem Einkommen spielt aber auch das Alter des Kunden eine Rolle. Jemand, der noch ganz viel Zeit hat, vor dem Rentenbeginn die Immobilie zurückzubezahlen, der hat natürlich einen günstigeren Zinssatz als jemand, der kurz vor der Rente steht und deshalb mit einer hohen Tilgung arbeiten muss, damit er das Ganze bis zur Rente abbezahlt bekommt. Wenn die Finanzierung aber beispielsweise ins Renteneintrittsalter hinaus finanziert wird, dann ist es zum Beispiel auch notwendig, dass wir der Bank gegenüber nachweisen können, wie hoch die Renteneinnahmen sein werden. Weil in den neuen Wohnimmobilienkreditrichtlinien ist das Ganze verpflichtend, dass wir eine sogenannte Lebensphasenbetrachtung mit dem Kunden anfertigen müssen. Das heißt, wir müssen der Bank gegenüber glaubhaft versichern, dass die Immobilie auch im Renteneintrittsalter mit den Einnahmen, die man im Rentenalter hat, auch weiterhin bezahlt werden kann. Das heißt, die sogenannte Haushaltsrechnung, also Einnahmen gegenüber der Ausgaben, die muss ja immer positiv sein. Die muss also nicht nur heute bei der Kreditbeantragung positiv sein, sondern in manchen Fällen halt auch im Rentenalter. Wenn jemand als Angestellter unterwegs ist, dann ist es natürlich auch wichtig zu wissen, ob er in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis sich befindet, ob er vielleicht noch in der Probezeit ist und ob der Arbeitsvertrag unbefristet ist. Weil es gibt ja auch zum Beispiel Ärzte, die haben immer nur befristete Arbeitsverträge, die gelten dann für 1 Jahr oder alle 2 Jahre. Das heißt, selbst Herzchirurgen, die ein super Haushaltseinkommen haben, haben in manchen Fällen einen befristeten Arbeitsvertrag. Auch das sind Spezialitäten, die bei der Bank im Zinssatz Berücksichtigung finden. Wenn der Antragsteller ledig ist, brauchen wir nur ihn und seine Bonität prüfen. Wenn er verheiratet ist, ist die Frage, kauft der Ehepartner mit? Haben sie eine Zugewinngemeinschaft oder haben sie einen Gütertrennungsvertrag? Auch diese Punkte, wenn sie auf dem ersten Anschein überhaupt nicht relevant scheinen, sind aber für die Zinskondition ganz entscheidend. Weil gerade bei Investoren haben wir oft die Situation, dass man verheiratet ist, aber nur einer der beiden Ehepartner kauft die Immobilie. Und dann muss das auch unter dem Baufinanzierungszins berücksichtigt werden. Wenn wir erstmal die Stammdaten des Kunden ermittelt haben, dann geht es in die sogenannte Vermögensbilanz. Das heißt, wir haben auf der einen Seite alles das, was mit der Einnahmensituation zu tun hat, zum Beispiel Zusatzeinkommen, was er aus einer selbstständigen Tätigkeit bezieht oder auch Nebenjobs, die sogenannten 535-Euro-Job oder irgendwelche anderen Nebentätigkeiten. Und auf der anderen Seite haben wir die Verbindlichkeiten. Also das heißt, hat der Kunde vielleicht irgendwelche Privatkredite, hat er noch ein Auto finanziert oder bei PayPal etwas auf Raten gekauft. Auch das wird übrigens von den Banken als Kredit bewertet. Für die Bank ist jetzt hier entscheidend, dass wir bei dem Kunden eine sogenannte positive Vermögensbilanz haben. Das heißt, die Vermögensseite muss die Verbindlichkeitenseite im Idealfall deutlich übersteigen. Das heißt aber auch, es ist grundsätzlich gar nicht schlimm, wenn man Privatkredite hat, solange man auf der Vermögensseite mehr zur Verfügung hat. Die Bank möchte hier einfach ausschließen, dass der Kunde ein großes Konsumverhalten hat und zum Beispiel eine Urlaubsfinanzierung abschließt, also einen Urlaub auf Kredit finanziert. Und hier ist es auch wichtig, ganz viele Kunden denken, sie brauchen immer nur das
Eigenkapital mit angeben, was sie auch wirklich für die Finanzierung einsetzen wollen. Wir erklären dann immer in der Beratung, dass es aber viel wichtiger ist, alle Vermögenswerte zu zeigen. Weil für die Bank ist das doch viel positiver, wenn ich zeigen kann, dass der Kunde, selbst wenn er das Eigenkapital mit in die Finanzierung eingebracht hat, weitere Rücklagen hat für unvorhergesehene Dinge. Weil es kann jederzeit passieren, dass beispielsweise mal die Heizung kaputt geht oder irgendwo anders Geld benötigt wird. Und wenn der Kunde dann schon in der Situation ist, dass er nachfinanzieren muss, dann gibt es wieder einen Zinsaufschlag für das sogenannte Nachfinanzierungsrisiko. Wenn wir mit Investoren sprechen, ist es ja oft so, dass die auch schon Immobilien im Bestand haben. Und für den Investor ist das immer ein Zeichen für, hey, ich bin doch gut in meiner Bonität, weil ich habe doch schon Immobilien im Bestand. Aber auch hier sind viel mehr Details notwendig, weil es macht doch einen riesen Unterschied, ob man ein leerstehendes Mehrfamilienhaus hat, wo man jeden Monat aus seinem beruflichen Einkommen drauflegen muss, oder ob das Mehrfamilienhaus tiptop vermietet ist und wir da deutlich mehr Mieteinnahmen als Ausgaben für die Kreditrate haben. Auch diese Dinge beeinflussen den Zins. Und grundsätzlich gibt es Banken, die für Investoren einen Zinsaufschlag kalkulieren und andere Banken wiederum, die für Investoren sogar einen Zinsabschlag einkalkulieren. Ich habe euch hier die Konditionen mal aufgemacht von einer Bank, die sehr detailliert zeigt, wie sich ihre Zinskonditionen zusammensetzt. Und hier seht ihr an der gelb markierten Stelle, dass diese Bank für Kapitalanleger, also Leute, die bereits Immobilien im Bestand haben, einen Zinsaufschlag einkalkuliert von 0,2%. Kleiner Hinweis an der Stelle, das ist natürlich nicht bei allen Banken so, sondern ich möchte euch hier nur beispielhaft zeigen, warum diese Informationen für uns sehr relevant sind. Um bei der Bank überhaupt einen Kredit bekommen zu können, ist es deshalb immer wichtig, dass wenn wir jetzt von der Bonität des Kunden sprechen, dass wir mehr Einnahmen als Ausgaben haben. Das ist ja auch logisch, weil stellt euch vor, ihr würdet irgendwo hingehen und was kaufen wollen und ihr gebt jeden Monat mehr Geld aus als das, was ihr einnehmt, dann wisst ihr ganz genau, dass irgendwann euer Eigenkapital bzw. eure Sparreserven aufgebraucht sind und ihr dann keine finanziellen Mittel mehr habt. Und genau das kalkuliert die Bank. Und deshalb ist es auch möglich, dass manche Immobilieninvestoren immer und immer wieder Immobilien dazu kaufen können und die Leute fragen sich, wie viel Geld muss der denn im Monat verdienen, damit er überhaupt noch weitere Kredite bekommt. Aber das ist das ganze Geheimnis. Die Haushaltsrechnung muss positiv sein. Es müssen mehr Einnahmen als Ausgaben dastehen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Hauptpart und zwar die Immobilie. Bei der Immobilie spielt es auch eine Rolle, ob wir eine Bestandsimmobilie kaufen oder ob der Investor einen Neubau plant. Bei manchen Banken gibt es für Neubauten einen Zinsabschlag und bei manchen Banken gibt es einen Abschlag dafür, dass man eine Bestandsimmobilie kauft und weniger Risiken verursacht. Weil, stellt euch folgende Situation vor, wenn ihr einen Neubau plant, kann es ja auch zu einem sogenannten Nachfinanzierungsrisiko kommen. Gerade in der Corona-Zeit sind die Materialpreise extrem gestiegen und die Banken sind oft in die Situation gekommen, dass die Kunden nochmal zu ihnen ins Büro gekommen sind und nochmal einen Kreditantrag gestellt haben, weil sie mit den vorher geplanten Kosten nicht zurechtgekommen sind. Es spielt aber auch eine Rolle, um welche Art der Immobilie es sich handelt. Finanzieren wir hier eine Eigentumswohnung, die in einem Haus ist mit nur 4 Einheiten oder vielleicht eine Eigentumswohnung mit einem Haus, wo über 100 Einheiten drin sind. Auch hier gibt es unterschiedliche Risiken aus Sicht der Bank und das findet sich in der Zinskondition ebenfalls wieder. Ein Einfamilienhaus mit einiger Wohnung verursacht Mieteinnahmen. Ein Einfamilienhaus zur Eigennutzung verursacht nur Kosten und keine Einnahmen. Das heißt, auch hier gibt es wieder Unterschiede. Ein Mehrfamilienhaus kann auch für die Bank interessant sein, weil die Frage ist, ist es aktuell schon voll vermietet, sind vielleicht noch Wohnungen leerstehend, wie hoch ist der durchschnittliche Mietzins an diesem Markt, also wie realistisch ist es, dass derjenige, der das Objekt jetzt kauft, dann auch direkt diese freie Wohnung zu einem marktgerechten Zins vermieten kann. Immer mehr spielt aktuell auch das Alter der Immobilie eine Rolle. In der Vergangenheit war es so, dass die Bank immer mit einer sogenannten Restnutzungsdauer kalkuliert hat. Das heißt, es wird quasi aus Sicht der Bank simuliert, wenn das Objekt 100 Jahre dort steht, fällt es nach 100 Jahren in sich zusammen. Das heißt, ein 100 Jahre altes Haus, wo wir keine nachweislichen Modernisierungsarbeiten in den vergangenen Jahren hatten, hat eine niedrigere Restnutzungsdauer für die Bank. In solchen Fällen verlangen die Banken meist eine höhere Tilgung, damit sie quasi in dieser Zeit der Restnutzungsdauer die Immobilie zurückbezahlt bekommen, um halt aus Sicht der Bank wieder mehr Risiken auszuschließen. Alle diese Punkte verursachen einen Zinsunterschied. Neben dem Alter der Immobilie spielt aber auch seit den letzten 2 Jahren der Energieausweis eine entscheidende Rolle. Mittlerweile gibt es Kreditinstitute, die für besonders energieeffiziente Gebäude einen Zinsnachlass geben. Das sind dann sogenannte Baufi Green oder Future-Angebote, wo immer die Energieeffizienzklasse des Hauses eine Rolle spielt. Haben wir also ein Objekt mit einer Energieeffizienzklasse von A oder A+, können wir zwischen 0,1 bis 0,2% vom Zins nochmal als Nachlass bekommen. Die Wohnfläche spielt auch eine Rolle. Warum kann das denn interessant sein? Also stellt euch folgende Situation vor. Wir haben ein Mehrfamilienhaus, was nur aus Wohnfläche besteht, also reine Wohnungen, die zur privaten Nutzung gegeben sind. In dem Fall kalkuliert die Bank 100% als Wohnfläche. Wenn wir aber ein Wohn- und Geschäftshaus haben, wo ein gewisser Prozentsatz als gewerblich genutzte Fläche genutzt wird, dann muss die Bank ein Mischverhältnis kalkulieren. Und hier gibt es je nach Bank Grenzen, ab wann ein Zinsaufschlag
Ertrag mit einkalkuliert wird. Haben wir beispielsweise ein Haus, um das einfach zu verdeutlichen, was zu 100% aus gewerblichen Einheiten besteht, ist die Vermietung deutlich schwieriger zu realisieren als eine Wohnimmobilie, die nur zu Wohnzwecken verwendet wird. An der Stelle setzen manche Banken Grenzen und sagen, wir finanzieren nur Objekte bis 30% Gewerbeeinheiten oder wir finanzieren bis 100% gewerblich genutzte Einheiten, aber dann mit einem Zinsaufschlag. Neben dem Alter und der Gebäudeenergieeffizienzklasse spielt aber auch der Sanierungszustand eine entscheidende Rolle. Stellt euch vor, die Immobilie ist perfekt vom Zustand und kann sofort entweder vermietet werden oder selbst genutzt werden, dann ist das Risiko für die Bank natürlich niedriger. Wenn die Immobilie aber einen riesengroßen Sanierungsstau beinhaltet, der vielleicht sogar von den Sanierungskosten den Kaufpreis übersteigt, dann kann das Objekt noch so perfekt in seinen anderen Gegebenheiten sein, aber für die Bank ist das wie ein Neubau zu bewerten, weil die Sanierungen höher sind als der Kaufpreis der Immobilie. Solche Objekte können total interessant sein für Investoren, aber aus Sicht der Bank verursachen diese Objekte sehr, sehr viele interne Zinsaufschläge, sodass die Finanzierungen an der Stelle nur mit einem hohen Zinsaufschlag möglich sind. In manchen Finanzierungsfällen habe ich schon erlebt, dass der Käufer gar keine Grundbucheinsicht hatte. Und dann, wenn wir nach dem aktuellen Grundbuchauszug fragen, der in der Regel nicht älter als 3 bis 6 Monate sein darf, dann fragen die Leute immer, ja, was will die Bank denn noch alles wissen? Warum ist es aber so entscheidend, auch als Käufer einer Immobilie einmal einen Blick ins Grundbuch zu werfen? Im Grundbuch sind wertmindernde Lasten eingetragen. Und zwar in Abteilung 2 des Grundbuchs findet man zum Beispiel lebenslange Wohnungsrechte. Und deshalb kann das für einen Käufer gar nicht so unwichtig sein, weil stellt euch mal vor, ihr kauft eine Immobilie, wo eine Einliegerwohnung drin ist, in der vielleicht noch die Oma oder sonst irgendjemand wohnt, die dort ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht haben. Diese Informationen, die findet man im Grundbuch. Und es heißt ja nicht immer, dass derjenige, der die Immobilie verkauft, auch von vornherein alle Informationen offenlegt. Deswegen sollte man beim Kauf einer Immobilie in jedem Fall aus Eigeninteresse das Grundbuch kontrollieren und natürlich aus Sicht der Bank ist das Ganze auch interessant, weil diese wertmindernden Rechte den Beleihungswert der Immobilie beeinflussen. Das heißt, die Bank guckt, die Immobilie kostet 100.000 Euro und der Kunde möchte 100.000 Euro finanzieren. Dann ist das eine sogenannte 100% Finanzierung. Findet sich jetzt aber zum Beispiel ein lebenslanges, unentgeltliches Wohnrecht im Grundbuch wieder, dann ist der Kaufpreis immer noch bei 100.000 Euro, aber aus Sicht der Bank ist die Immobilie vielleicht nur 50.000 Euro wert. Das heißt, wir hätten einen Beleihungswert von deutlich über 100% und das führt wieder zu einem Zinsaufschlag. Der dritte Baustein ist das Finanzierungsvorhaben an sich. Also wie wollen wir die Finanzierung aufbauen? An der Stelle, wie sollte es anders sein, spielt an erster Stelle der Kaufpreis eine Rolle. Neben dem Kaufpreis der Immobilie gibt es aber zusätzliche Kosten, die von der Bank einkalkuliert werden und die in der Realität natürlich auch anfallen. Das eine ist die Grunderwerbsteuer, die je nach Bundesland natürlich variiert. Dazu kommen die Notar- und Gerichtskosten, also die Kaufvertragserstellungskosten und auch hinterher die Eintragung einer Grundschuld. Das sind in der Regel 2%. Und dann kommt eventuell noch ein Makler dabei, der auch je nach Bundesland einen unterschiedlichen Quartalsatz hat. Jetzt ist ja die Frage, warum spielt das überhaupt eine Rolle? Es gibt Investoren, die ganz smarte Ideen haben, um dieses Gesamtkostenkonstrukt etwas zu variieren. Zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, dass gewisse Nebenkosten von der Verkäuferseite getragen werden. Und das wird dann in den Kaufpreis mit einkalkuliert. Deswegen sind diese Kostenkalkulationen gar nicht so uninteressant für den Beleihungswert der Bank. Und da haben wir ja gerade schon gelernt, dass der Beleihungswert der Bank ausschlaggebend ist für die Zinskondition. Wenn ihr wissen wollt, welche Investorentricks es da gibt, könnt ihr gerne auf uns zukommen und wir verraten euch im Detail, welche dieser Möglichkeiten für euer konkretes Vorhaben möglich sind. Kann man aber nie pauschal sagen, sondern das kommt halt immer auf die individuelle Situation an. Neben den Nebenkosten können ja weitere Kosten für die Immobilie anfallen. Und da erlebe ich auch ganz häufig die Diskussion mit dem Kunden, dass der Kunde sagt, ja, die Modernisierungen, die trage ich hinterher aus Eigenkapital, die brauchen wir gar nicht mit angeben. Warum ist das aber an dieser Stelle überhaupt wichtig und warum kann es total sinnvoll sein, die Modernisierungskosten mit anzugeben? Naja, wir haben vorhin über den Beleihungswert der Bank gesprochen, dass der ausschlaggebend ist für die Zinskondition. Wenn ihr, nachdem ihr eine Immobilie erworben habt, Geld in die Immobilie investiert und den Wert der Immobilie damit ja hebt, dann ist das für die Bank total positiv, weil durch eure Badezimmersanierung und durch die neue Heizungsanlage, die ihr sonst einfach heimlich in eurem Haus durchgeführt hättet, steigt ja der Wert der Immobilie unmittelbar. Das heißt, wenn ihr nach den Modernisierungsmaßnahmen die Immobilie direkt wieder verkaufen würdet, würdet ihr einen höheren Verkaufspreis erzielen, als das, was ihr damals für die Immobilie bezahlt habt. Dadurch erhöht sich der Beleihungswert der Bank und dadurch sinkt eure Zinskondition. Deshalb ist es total wichtig, dass wenn ihr plant, Modernisierungen im Objekt vorzunehmen, dass ihr diese auch entsprechend im Finanzierungsvorhaben mit angebt. An dieser Stelle kommen wir jetzt zum Eigenkapitaleinsatz. Wir haben vorhin angegeben, wie viele Vermögenswerte derjenige, der die Immobilie kaufen möchte,
möchte, zur Verfügung hat. Und hier können wir jetzt eingeben, wie viel Eigenkapital der Kunde mit in die Finanzierung einbringen möchte. Je nachdem, wie viel Euro wir hier mit einbringen, kann es den nächsten Beleihungswertsprung geben. Das heißt, manchmal macht ein einziger Euro einen riesen Unterschied. Wenn wir einen Euro mehr Eigenkapital mit einbringen, kommen wir bei der konkreten Bank, die wir für dein Finanzierungsvorhaben ausgesucht haben, unter die nächste Beleihungswertgrenze, die dann wieder einen Zinssprung zur Verfügung hat. Das heißt, also wir als Baufinanzierungsvermittler schauen nicht nur nach den Gegebenheiten, die uns der Kunde vorgibt, hey, ich möchte 10.000 Euro Eigenkapital mit einbringen, sondern manchmal kann es vielleicht auch sinnvoll sein, 10.221 Euro mit einzubringen, weil wir damit unter die nächste Beleihungswertgrenze der Bank kommen und damit vielleicht einen Zinsunterschied haben von 0,2%. Und an der Stelle, glaube ich, weiß jeder oder kann jeder nachvollziehen, dass es sinnvoll sein kann, diese 221 Euro mehr Eigenkapital mit in die Finanzierung einzubringen. Genauso geht es aber auch andersrum. Manchmal ist es so, dass diese 10.000 Euro gar keinen großen Unterschied machen und dass es sogar sinnvoller sein kann, etwas weniger Eigenkapital mit reinzunehmen, weil bei manchen Banken auch die Darlehenshöhe einen Zinsnachlass gewährt. Das heißt, kommen wir mit eurem Eigenkapitaleinsatz unter 150.000 Euro Darlehenssumme beispielsweise, gibt es einen Zinsaufschlag. Nehmen wir weniger Eigenkapital mit in die Finanzierung ein und wir haben eine Darlehenssumme, die oberhalb von 150.000 Euro liegt, dann kriegen wir wieder einen Nachlass. Das heißt, es kann sinnvoll sein, an der Stelle ein bisschen mit dem Eigenkapital hin und her zu spielen und zu schauen, wo ist die perfekte Grenze von dem, was ich mit in die Finanzierung einbringen sollte. Neben dem Geld, was ihr aber direkt in die Baufinanzierung als Eigenkapital mit einbringt, könnt ihr auch weitere Dinge mit in die Finanzierung einbringen, die von der Bank wie Eigenkapital gewertet werden. Das können zum Beispiel Eigenleistungen sein. Also, was ist der Unterschied zwischen Eigenkapital und Eigenleistung? Wenn ihr beispielsweise handwerklich super begabt seid und ihr keinen Handwerker extern beauftragen müsst, um gewisse Arbeiten durchzuführen, beispielsweise könnt ihr ein Badezimmer komplett selber herstellen und ihr braucht nur das Material, aber keinen Arbeitslohn bezahlen, dann ist dieser Arbeitslohn, den ihr nicht bezahlen müsst, quasi eure Eigenleistung, die von der Bank aber genauso angerechnet wird wie Eigenkapital. Das heißt, je nachdem, welche Modernisierung man im Objekt vornehmen möchte, können wir auch prüfen, ob es vielleicht sinnvoll sein kann, gewisse Arbeiten in Eigenleistungen durchzuführen, um damit in den nächsten Zinssprung zu kommen. Ein weiterer Punkt neben den Eigenleistungen sind die Zusatzsicherheiten. Also da werdet ihr vielleicht auch schon mal von gehört haben. Es gibt also die Möglichkeit der Bank zu sagen, ich habe hier noch eine andere Immobilie, da könnt ihr euch zusätzlich eine Sicherheit eintragen oder vielleicht gibt es noch im alten Bestand irgendwelche Bausparverträge oder Lebensversicherungen, die man als Sicherheit hinterlegen kann. Auch das wird von der Bank wie Eigenkapital gewertet, beeinflusst also wieder den Beleihungswert. Und der Beleihungswert sorgt wieder dafür, dass ihr einen Zinsnachlass bekommt. Ob das Ganze sinnvoll ist oder nicht, möchte ich an der Stelle jetzt erstmal nicht bewerten, weil das ja immer auf die individuelle Situation ankommt. Und natürlich ist das eine Situation, die wir individuell mit dem Kunden prüfen müssen und daher gibt es keine pauschale Aussage dazu. Aber grundsätzlich sind das Themen, die auch den Zinssatz beeinflussen können. Neben diesen Eigenkapitaleinsätzen gibt es aber auch noch externe Darlehen, die zur Verwendung kommen können. Das sind zum Beispiel Arbeitgeberdarlehen. Je nachdem, bei welchem Arbeitgeber man arbeitet, gibt es die Möglichkeit vom Arbeitgeber zum Beispiel ein Darlehen für eine Immobilienfinanzierung zu bekommen. Auch das wird von der Bank bewertet wie Eigenkapital. Darüber hinaus gibt es aber auch andere Finanzierungsmodelle, zum Beispiel öffentliche Förderung. Je nachdem, in welcher Situation der Kunde sich also befindet, ob man zum Beispiel gewisse Einkommensgrenzen erfüllt oder eventuell ein behindertes Kind hat, an der Stelle gibt es besondere Förderprogramme, die auch von den Banken teilweise wie Eigenkapital angesetzt werden und die beeinflussen wieder den Zins. Wenn wir jetzt also die Gesamtkosten der Finanzierung kennen, dann kennen, wie viel Eigenkapital wir mit einbringen können, dann haben wir zumindest schon mal die Darlehenshöhe ermittelt. Jetzt gibt es aber noch weitere Punkte, die den Zins beeinflussen können, nämlich an erster Stelle, und das wissen die meisten, die Zinsbindung. Das heißt also, wie ich vorhin am Eingang gesagt habe, in den Gruppen wird dann diskutiert, ich habe eine 10-jährige Zinsbindung bei einer 100% Beleihung und den Zins. Je nachdem, welche Zinsbindung es gibt, beeinflusst das natürlich den Zins. Je länger die Zinsbindung ist, umso höher ist der Zinsaufschlag. Es gibt aber immer wieder mal Banken, die besondere Sonderzinskonditionen haben, zum Beispiel 15 für 10 oder 20 für 15. Also für einen befristeten Zeitraum haben diese Banken Sonderaktionen, wo ihr eine 15-jährige Zinsbindung für den Preis einer 10-jährigen Zinsbindung bekommen könnt. Das kommt natürlich immer auf die Situation und auf den Zeitpunkt an, wann ihr eure Finanzierungsanfrage stellt, aber in der Regel gibt es immer wieder mal neue Möglichkeiten, solche Sonderzinsen nutzen zu können. Daneben spielt auch noch die Tilgungshöhe eine entscheidende Rolle. Je nach Situation kann es sinnvoll sein, etwas höher zu tilgen oder auch etwas weniger. Stellt euch vor, der Kunde ist kurz vor dem Renteneintritt und wir können jetzt durch eine erhöhte Tilgung die Rückzahlung des Darlehens noch vor Rentenbeginn gewährleisten. An der Stelle gibt es einen Nachlass. Wenn wir innerhalb der Zinsbindung das Darlehen komplett zurückzahlen können, beispielsweise, wir haben eine Zinsbindung von 20 Jahren vereinbart und ein sogenanntes Volltilgerdarlehen. Das heißt, wir haben die Tilgung genau so eingestellt, dass das
das Darlehen nach 20 Jahren bei 0 Euro Restschuld ist. An der Stelle gibt es wieder einen Zinsnachlass. Ob das Ganze sinnvoll ist, ist immer individuell zu prüfen. Ich habe vorhin schon was von der Höhe der Darlehenssumme gesagt. Auch hier gibt es wieder gewisse Sprünge, ab wann es einen Zinsnachlass oder auch einen Zinsaufschlag gibt. Zum Beispiel haben wir das bei uns in der Region hier häufiger mal, dass es Wohnungen gibt, die zum Beispiel unter 50.000 Euro kosten. Wenn wir sogenannte Mindestdarlehensbeträge haben, klingt das erstmal aus Sicht des Kunden gut, weil ich will doch gar nicht so viel Geld von der Bank haben. Aber versetzt euch in die Situation der Bank. Wenn der Kunde in seiner ganzen detaillierten Prüfung den gleichen Aufwand verursacht, wie jemand, der 1 Million Euro Darlehenssumme aufnimmt, dann ist ja aus Sicht der Bank die Marge, die sie an dem Kunden verdienen kann, viel höher als bei jemandem, der nur 50.000 Euro finanzieren möchte. Und deshalb gibt es für Kleinstdarlehensbeträge entweder Zinsaufschläge oder manche Banken sagen sogar, unter 150.000 Euro beispielsweise wollen wir gar keine Finanzierung anbieten. Wenn wir jetzt noch weiter in die Feinheiten der Finanzierung gehen, dann gibt es auch noch eine sogenannte bereitstellungszinsfreie Zeit. Was hat es damit auf sich? Das heißt, die Bank gewährt euch ein Darlehen, legt dieses Darlehen für euch auf einem Konto bereit und ihr ruft es scheibchenweise ab. Das kommt zum Beispiel bei Neubauvorhaben sehr häufig vor, weil ihr ja in der Regel nicht den Preis der Immobilie in einer Summe bezahlt, sondern nach den einzelnen Baufortschritten das Darlehen abruft. Beispielsweise wird als erstes die Bodenplatte gegossen. Wenn die Bodenplatte fertiggestellt ist, an der Stelle ruft ihr einen Teil des Darlehens ab und ein anderer Teil wird ja noch für euch bereitgehalten. Dafür, dass die Bank euch dieses Geld bereithält, gibt es eine zinsfreie Zeit und wenn die abgelaufen ist, dann kann die Bank einen Zins verlangen dafür, dass das Geld dort einfach nur auf dem Konto liegt. Je länger die bereitstellungszinsfreie Zeit ist, umso mehr Aufschläge werden in der Zinskalkulation vorgenommen. Ich habe vorhin über die Sonderkonditionen der Banken gesprochen. Es gibt beispielsweise auch Banken, die dafür einen Zinsnachlass gewähren, entweder wenn man beispielsweise schon Kunde bei der Bank ist, also ich habe schon ein Gehaltskonto beispielsweise bei der Bank, dann gibt es dafür einen Nachlass, oder aber auch, wenn ich im Zuge der Finanzierung sage, hey liebe Bank, ich möchte bei euch auch ein Gehaltskonto eröffnen, dann gibt es auch für den gesamten Darlehenszeitraum einen Zinsnachlass. Ob diese Programme verfügbar sind, fragt ihr am besten bei uns an. Neben den normalen Annuitätendarlehen, die wir ja jetzt für die Finanzierung nehmen können, gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, das Darlehen aufzubauen. Zum Beispiel über ein Bausparprodukt oder über andere Förderdarlehen, wie zum Beispiel die KfW. Je nachdem, wie da das Konstrukt ist, beeinflusst das auch wieder den Zins. Ich glaube, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann wisst ihr, dass man den Zins also an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellschrauben beeinflussen kann und dass das nicht unrelevant ist, weil einzelne Punkte in Summe können sogar einen Zinsnachlass von mehr als 1% bedeuten und auf der anderen Seite einen Zinsaufschlag auch bedeuten, der vielleicht sogar mehr als 1% ist. Und das ist der Grund, warum diese riesengroßen Zinssprünge in diesen Foren zustande kommen und der eine einen Zins von 4,5 kriegt und der andere kurz vorher ein Darlehen abgeschlossen hat, auch für ein 100%-Finanzierung für 3,5. Deshalb ist es mir ein Anliegen, das jetzt hier ein für alle Mal klarzustellen. Es gibt nicht Äpfel mit Äpfeln, wenn man nur 5 Details kennt, sondern wie ihr jetzt gerade mitbekommen habt, sind ganz, ganz viele Details für die Zinskondition verantwortlich. Jetzt ist aber die Frage, gibt es denn trotzdem eine Möglichkeit, dass wenn ich jetzt eine Baufinanzierung abschließen möchte, dass ich grundsätzlich wissen kann, liegen wir gerade bei 4% oder liegen wir gerade bei ungefähr 3%? Und da kann ich euch beruhigen, ja, diese Möglichkeit gibt es, auch wenn ihr nicht unsere Baufinanzierungssoftware zur Verfügung habt und wenn ihr nicht alle diese Details für euch prüfen könnt. Ich habe euch hier eine Internetseite zur Verfügung gestellt, die könnt ihr entweder unter diesem Video oder, wenn ihr das Ganze hier als Podcast hört, in der Podcast-Beschreibung anklicken und dort seht ihr den aktuellen Wert der Pfandbriefe. Was hat es damit auf sich? Das ist quasi der Preis, den eine Bank dafür bezahlt, sich euer Geld, was sie für das Darlehen benötigt, bei der Europäischen Zentralbank zu bezahlen. Quasi, das ist der Kostenapparat, den die Bank hat, damit, dass sie das Darlehen für euch abruft. Je nach Bank gibt es dann individuelle Aufschläge, also die Marge, die die Bank ja gerne mit diesem Baufinanzierungsdarlehen verdienen möchte, der ungefähr zwischen 0,5 bis 1% liegt. Das heißt, wenn ihr für euch eine ungefähre Vorstellung haben wollt, wie hoch der aktuelle Baufinanzierungszins ist, dann könnt ihr auf dieser Internetseite schauen, wo liegen gerade die Konditionen für Pfandbriefe. Und dann schlagt ihr dort einfach 0,5 bis 1% drauf und dann habt ihr eine Pi mal Daumen Rechnung, wo der aktuelle Baufinanzierungszinssatz liegt. Wenn ihr dann ein konkretes Angebot haben wollt, wo diese ganzen zusätzlichen individuellen Abschläge für euch kalkuliert werden, dann fragt ihr am besten die Finanzierung bei uns an. Also nochmal zusammengefasst, der Zins wird von vielen Faktoren beeinflusst, die grundsätzlich mit der Bonität des Kunden, dem Objekt des Kunden, was er kaufen möchte und dem konkreten Finanzierungsaufbau, also
die Darlehenshöhe, Zinsbindung und so weiter zu tun hat. Wenn ihr in Zukunft auch eine individuelle Baufinanzierung für euch kalkulieren wollt, dann könnt ihr bei uns gerne das Ganze anfragen. Wir haben in der Regel alle Sonderkonditionen der verschiedenen Banken im Blick und da wir das Ganze ja nicht nur einmal machen, sondern jeden Tag mehrmals, können wir auch gewährleisten, dass wir für euch die beste Kondition herausfinden können. Wenn ihr in Zukunft weitere Tipps haben wollt zum Thema Baufinanzierung, Immobilien oder Investment, dann abonniert am besten diesen Kanal, klickt unten auf die Glocke, kommentiert gerne mal, welchen Zinssatz ihr gerade bekommen habt und lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dran bleibt und bis dann.